Servus Leute, ich hoffe euch allen geht's gut und ihr seid gesund und fit. Wie ihr bereits mitbekommen habt wahrscheinlich, steht jetzt der zweite Lockdown an und man kann nicht mehr gescheit raus, man kann nicht mehr ins Gym gehen. Genau deswegen bringe ich dieses Video und zwar will ich euch 10 Tipps mitteilen, die ich vor allem aus meinem vorigen Lockdown angesammelt habe, also 10 Tipps aus meiner eigenen Erfahrung, wie man das eben perfekt nutzen kann aus fitnesstechnischer Sicht. Ich habe es nämlich geschafft, im letzten Lockdown, ungefähr jetzt über den Zeitraum, also von März bis jetzt ungefähr 10 Kilogramm reiner Muskelmasse aufzubauen, vielleicht etwas weniger, aber ich wog ungefähr 66, weil ich da diätet habe, wo ich ungefähr 66 Anfang vom Lockdown, also ungefähr April so, Mitte März, Anfang April sowas, und dann am Ende, wann es gescheit zu Ende war, keine Ahnung, Juni ungefähr, da war ich dann auch schon locker 10 Kilo drüber. Ich ging dann auch noch höher, also ich ging auch bis 79 Kilo hoch. Aber da war halt eben schon kein Lockdown und jetzt bin ich wieder runtergegangen, habe etwas diätet. Aber so ungefähr 8 bis 10 Kilo habe ich trotzdem geschafft aufzubauen, das eben komplett ohne Gyms, obwohl man halt nur zu Hause sein konnte. Genau, und deswegen will ich euch jetzt diese 10 Tipps mitgeben, die mir vor allem damals geholfen haben, die ich auch jetzt anwenden werde. Viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefällt, lasst natürlich gerne ein Like da, ein Abo. Darüber freue ich mich sehr. Ich würde sagen, wir legen mit Tipp Nummer 1 los. Und zwar ist Tipp Nummer 1, wählt eine hohe Trainingsfrequenz. Also am Anfang werden ein paar Trainingstipps kommen. Was das heißt, die Frequenz ist halt, wie oft ein Muskel in der Woche trainiert wird. Also das ist vor allem für etwas Fortgeschrittenere, dass man einfach seinen Muskel versucht, es wird eh empfohlen, mindestens zweimal die Woche zu trainieren. Also das heißt, wenn man beispielsweise Push-Pull-Beine trainiert, dann hat man zweimal Push, zweimal Pull und zweimal Beine. Dann zeugt man dann halt einen Pausentag. Aber jetzt würde ich auch empfehlen, nochmal höher zu gehen und vielleicht 3 bis 3,5. Also 3,5 wäre dann zum Beispiel jeden zweiten Tag Ganzkörperplan oder zum Beispiel Push-Pull, also Zweiersplit oder Oberkörper-Unterkörper, halt ohne Pause. Also einfach durchmachen, halt ohne Rest-Day. Das wäre dann halt 3,5. Aber trotzdem so 3 sollte auch vollkommen ausreichen. Trainiere ich auch normal, also ich trainiere immer Push-Pull. Das heißt ein Push immer Brust, Trizeps, Schultern, Oberschenkel, Waden und dann Pull, dann halt eben Rücken, Bizeps, hintere Schulter, Beinbeuge. Und halt einfach einen Pausentag. Und so mache ich es auch zu Hause. Also ich nehme einfach genau denselben Trainingsplan, wie ich im Gym habe. Ja, also für die, die halt eben vielleicht nur einen Zweiersplit haben oder vielleicht noch etwas weniger, als eben schon für eben Fortgeschrittene, würde ich empfehlen, mit dem Split runter zu hochzugehen und eben irgendwas anderes aussuchen. Also ich würde einfach Oberkörper, Unterkörper oder Push-Pull empfehlen, ist eigentlich ziemlich gut. Zweiter Tipp ist, immer ans Muskelversagen zu gehen. Vor allem, wenn man jetzt beispielsweise nicht so schwere Gewichte zur Verfügung hat, weil es jetzt ein Unterschied, ob man im Gym beispielsweise 80 Kilo Bankdrücken machen konnte und jetzt mit 2, sag ich mal 15 Kilo Hanteln, halt insgesamt 30 Kilogramm zur Verfügung hat. Deswegen ist es halt eben wichtig, auch wirklich ans Muskelversagen zu gehen und dann nicht, dass man denkt, okay, keine Ahnung, ich will jetzt nicht zu viele Wiederholungen machen, dann höre ich einfach bei 15 auf, aber in echt wären da beispielsweise noch 10 gegangen. Also wirklich einfach das nutzen, was man hat. Außerdem ist das Mitschreiben sehr wichtig. Das wäre auch mein dritter Ratschlag. Und zwar, dass ihr wirklich euer Training immer mitnotiert. Empfehle ich auch, wenn man ins Gym geht, mache ich auch immer. Aber vor allem jetzt ist es wichtig, dass man sich steigert, dass man wirklich sieht, weil man jetzt viele Wiederholungen machen kann, was man sich vielleicht nicht merken kann, weil man sich mit dem Gewicht auch nicht steigern kann, sollte man sich auf jeden Fall aufschreiben, weil so kann man sich zum Beispiel noch merken, letztes Mal hatte ich 80 Kilo Bankdrücken 4x6, jetzt hatte ich 82,5 4x6 oder so. So, ihr wisst, was ich meine. Hier hat man das halt eben nicht und deswegen sollte man auf jeden Fall immer die Wiederholungen mitschreiben, die Sätze mitschreiben und eben da auch wirklich steigern, einfach mehr Sätze machen, mehr Wiederholungen machen, damit auch wirklich der Muskel gescheit wächst. Der Tipp ist, Übungen, die man im Gym gemacht hat, also das ist jetzt eben für Fortgeschrittene der Tipp, die man im Gym gemacht hat, einfach zu Hause versuchen irgendwie zu kopieren. So mache ich es auch beispielsweise anstatt Latzug, also Breitenlatzug, einfach Klimmzüge mit einer Klimmzugstange. Oder ich habe jetzt auch eine Klimmzugstange bestellt, wo man halt zum Beispiel auch so greifen kann, also so greifen kann, wo man die an die Wand einfach hängen kann. Dann kann man zum Beispiel einen Latzug so machen sozusagen. Hat man sozusagen zwei Übungen schon ersetzt, die fast gleichwertig sind. Also ich mache Klimmzüge auch im Gym, weil ich Klimmzüge einfach allgemein feier. Aber ja, die es halt nicht machen. Oder wenn man Überzüge macht, kann man auch mit einem Band das irgendwo befestigen machen. Dann anstatt vielleicht Kniebeugen einfach einen Rucksack
voll mit Wasserflaschen, irgendwelchen Gewichten, Büchern, was man zur Verfügung hat, nehmen. Dann Kniebeugen machen. Genau dasselbe gilt für Liegestütze, also anstatt Bankdrücken. Oder wenn man keine Bank hat, wenn man es einfach nur auf den Boden macht, das Bankdrücken, kommt man halt nicht gescheit runter, dann hört man hier schon auf und die Brust wird dann nicht gedehnt. Deswegen vielleicht eine Bank nehmen, zwei Stühle, so mache ich es auch, die halt nicht so breit ist, wo man sich so drauflegen kann, wo man dann hinten schön zusammengehen kann. Und dann Bankdrücken kann ich einfach langsamer ausführen, also wirklich die Negative langsam machen. Das ist auch noch so ein kleiner Tipp, so die Negative wirklich langsam machen und man den Muskel viel besser spürt. Ja. Und allgemein vielleicht einfach kleines Geschwister oder so oder großes als Gewicht nehmen, sagen, setz dich mal drauf, jetzt mache ich jetzt Kniebeuge, ersetze. Ich empfehle halt bei Kniebeugen so nebenbei, empfehle ich halt einfach Pistol Squats zu machen. Finde ich auch richtig nice, weil da schafft man auch nicht viele davon. Und ist auch so von der Körperbeherrschung so eigentlich ziemlich gut. Mein fünfter Tipp ist Schlaf. Und zwar finde ich sehr wichtig, dass man vor allem jetzt, wenn man die Zeit hat, also jetzt sind ja noch Ferien, aber dann, wenn man abwechselnd zur Schule geht, dass man es wirklich ausnutzt und auch mehr schläft. Auf jeden Fall mindestens 8 Stunden, das versuche ich auch so immer hinzubekommen während der Schulzeit. Aber jetzt würde ich schon immer so empfehlen, wenigstens 9 Stunden zu schlafen, vor allem wenn man hart trainiert, weil dann kann man auch etwas leichter trainieren, aber wenn man mehr schläft, hat man denselben Effekt, wie wenn man härter trainiert, aber weniger schläft. Vielleicht sogar noch einen besseren, weil Schlaf wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen hier auch ausnutzen, nicht zu viel schlafen, aber so 9 Stunden würde ich, 8, 9 Stunden, 8,5, 9 Stunden, sowas ist eigentlich ein richtig guter Wert. Der nächste Tipp ist wirklich die Ernährung jetzt anzupassen. Dazu eine kurze Geschichte. Beim letzten Lockdown war es bei mir so, ich habe, glaube ich, März angefangen zu diäten oder Ende Februar. Und dann Ende März kam schon der Lockdown sozusagen. Und dann habe ich auch selbst gemerkt, es ist wirklich extrem schwer, Diät zu machen, wenn man die ganze Zeit zu Hause sitzen muss, wenn man sozusagen diese ganze ganz normale Bewegung hat, die man halt nebenbei macht, wenn man in die Schule fährt, zurückfährt, so, wenn man viel Fahrrad fährt, zum Beispiel wie ich, hat man einfach diese Bewegung nicht. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule, dann ins Gym, dann nach Hause und ist halt manchmal, wenn ich 3 Stunden habe, fahre ich dann 3-mal am Tag mit dem Fahrrad zur Schule und wieder zurück. Und allein dadurch verbrenne ich dann schon 600 Kalorien oder so, die ich so einfach nicht habe. Und wenn ich dann eben genau gleich viel esse, nehme ich dann vielleicht nicht ab, sondern sogar zu. Und genau deswegen sollte man eben wirklich auf seinen jetzigen Kalorienbedarf der Ernährung anpassen. Bei mir ist jetzt so, wenn ich halt auch gescheit trainiere, also wenn ich nur mein Training machen würde zu Hause und halt sonst sozusagen nichts mehr, nicht rausgehen würde, wäre ich vielleicht bei 2500, 2600, dem was ich verbrauche, also mein Gesamtverbrauch. Und so ist mein Gesamtverbrauch unter der Woche oft bei 3300, 3400. Deswegen, das kann man einfach nicht vergleichen. Hier wirklich die Ernährung anpassen und eine Diät zu machen, ist wirklich schwer, kann man machen. Aber ich würde eher empfehlen, jetzt erstmal keine Diät zu machen, außer man ist halt stark übergewichtig oder so, dann noch richtige Anfänger, dann geht es auf jeden Fall auch. Aber es ist auch aus der Sicht, dass man einfach sich viel weniger bewegt, das ist einfach richtig anstrengend. Jetzt würde ich eher empfehlen, Kalorien zu halten, 100 bis 300 in Überschuss zu gehen, also man kann leicht aufbauen. Das mache ich auch. Ich versuche wirklich leichten Überschuss zu machen, nicht zu viel, wenn man sonst viel zu schnell Fett ansetzt. Aber einen leichten Überschuss zu fahren, ist auf jeden Fall wär meine Empfehlung. Mein 7. Tipp ist, wirklich Fitness-Equipment jetzt noch zu kaufen, solange es halt verfügbar ist. Ich habe beispielsweise jetzt eine Klimmzugstange, wo ich halt sozusagen nur so greifen kann, aber ich habe jetzt auch eine neue bestellt, wo man noch so greifen kann zusätzlich und auch etwas weiter. Dann habe ich halt eben meine Kurzhanteln, habe zweimal, wo ich bis 20 Kilo draufschrauben kann und zweimal, wo ich bis 10 draufschrauben kann. Ich finde natürlich noch mehr wäre besser, aber man muss man halt auch alles irgendwo aufbewahren und so, wenn man natürlich einen Keller dafür hat oder einen Garten, wo man sozusagen alles hinstellen kann. Ein ganzes Equipment ist natürlich richtig nice, kann man sich so ein kleines Gym aufbauen. Aber wenn beispielsweise nicht, ich habe auch jetzt auch keinen Bock, mein ganzes Zimmer nur mit Gewichten vollzustellen. Deswegen wirklich so die nötigsten Sachen einfach kaufen. Also Kurzhanteln würde ich auf jeden Fall empfehlen. Aber ich habe einfach ein Video dazu schon mal abgefilmt, schon länger her. Aber ich verlinke es hier einfach mal, damit dieses Video jetzt hier nicht zu lang wird. Ja, mein 8. Tipp ist, bezieht sich auch ein bisschen auf den Tipp mit der Ernährung. Und zwar wirklich, versucht euch jetzt zu bewegen. Wenn man den ganzen Tag nur zu Hause ist, also bei mir ist so, ich gehe entweder direkt nach meinem Training noch ein bisschen joggen, 30 Minuten oder so, das reicht halt schon vollkommen aus, also man schon auch einfach ordentlich dazu verbrannt sozusagen, dass man auch mehr essen kann. Weil für mich ist beispielsweise jetzt so auf einmal voll die Umstellung, wenn ich davor immer locker bis zu 4000 Kalorien essen konnte, weil ich dann 200, 300 im Überschuss war
oft, also so 3.500 bis 4.000 konnte ich oft locker essen und war nur ganz leicht im Überschuss. Und jetzt muss ich dann auf einmal sozusagen noch 2.700 essen oder 2.800. Deswegen gehe ich entweder am Abend noch einfach spazieren oder so mit jemandem raus, man kann zu zweit raus. Oder einfach joggen, das ist auch richtig empfehlenswert. 30 Minuten joggen oder so, nochmal am Abend, am Morgen oder so, wie es halt am besten passt. Ich mache es dann direkt nach dem Training, weil dann muss ich nicht zweimal duschen am Tag. Mein vollster Tipp ist ein bisschen auch für die Anfänger, wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht mit Fitness noch nie, sozusagen früher noch nie was gemacht hat, finde ich, ist jetzt ein richtig guter Zeitpunkt, um anzufangen. Man hat viel mehr Zeit, man muss wahrscheinlich nur zweimal in der Woche zur Schule gehen. Gyms haben zu, sozusagen, man muss jetzt nirgendwo anmelden, so man hat wirklich keine Wahl, außer zu Hause zu trainieren, draußen zu trainieren oder so. Und deswegen filme ich auch viele Workouts ab, die vor allem, wenn man anfangen will, richtig hilfreich sind, weil ich genau mit solchen Workouts angefangen habe und so dann angefangen habe, zu Hause zu trainieren, mit Gewichten schwerer zu trainieren, dann im Gym zu trainieren. Aus dem Grund filme ich auch diese Workouts ab, um einfach andere Leute noch motivieren zu können. Und ich finde jetzt einfach so ein perfekter Zeitpunkt, um anzufangen mit dem ganzen Training. Deswegen, ja, einfach loslegen, so, es gibt keine Ausreden. Und mein 10. Tipp ist, macht einfach wirklich das Beste draus aus eurer Situation, was man jetzt hat. Wenn ihr beispielsweise nicht so schwere Gewichte zur Verfügung habt, versucht einfach das Beste aus den leichteren zu machen. Man kann halt immer etwas machen. Manche haben beispielsweise, wie gesagt, einen extra Raum, wo man da richtig viel reinmachen kann und man trainieren kann. Das Wichtigste ist einfach der Wille sozusagen zu trainieren, sich gesund zu ernähren, und es geht dann schon. Ich meine, bei mir hat es im letzten Lockdown geklappt, bei vielen anderen hat es auch geklappt. Deswegen jetzt einfach nicht sagen, ja, ich kann nicht mehr raus und so, ist alles scheiße. Einfach nicht machen, so. Versucht, wie gesagt, einfach das Beste aus der derzeitigen Situation zu machen. Mehr kann man halt nicht machen. Kann jetzt nicht auf einmal irgendwie das alles abbrechen. Deswegen einfach auf Ernährung achten, diese Tipps befolgen, die ich vorher gegeben habe. Und dann passt es schon, dann wird es auch richtig gut laufen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es wurde nicht zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst natürlich gerne ein Like, ein Abo. Wenn ich sehe, dass mich jemand Neues abonniert hat oder jemand Neues kommentiert hat, freut es mich immer sehr. Könnt auch, wie gesagt, Videovorschläge schreiben, weil ich jetzt auch mehr Zeit habe, werde Videos zu filmen. Ich kann auch ein extra Video nur für Anfänger machen, was sozusagen Training in der Quarantäne betrifft, oder Training für Fortgeschrittene. Kann ich auch beides extra machen. Also wenn ihr Bock habt, einfach in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Das Wichtigste ist, bleibt einfach gesund, weil dann könnt ihr auch fleißig trainieren.